Datenmachtfaktor, dass man aus Daten beispielsweise Wissen generieren kann, dass man aus dem Wissen, das man da generiert, Verhalten verändern kann. Und natürlich auch, dass man über Daten eine bestimmte Kontrolle über bestimmte Prozesse erlangen kann. Das ist aber kein Muss. Also die Daten an sich sind nicht das, was die Macht verleiht, sondern es kommt immer darauf an, was macht jemand damit, welche Analyse-Tools hat er zur Verfügung und natürlich auch, welche anderen Ressourcen, Öffentlichkeit, Geld und so weiter. Im Moment, glaube ich, muss man noch davon sprechen, dass es die Daten sind, die die Macht haben, falls man Macht haben kann. Denn viele von den Analyse-Tools, die eingesetzt werden, sind noch nicht so ausgefeilt, dass derjenige, der sie einsetzt, schon von vornherein kontrollieren kann, was er hinterher herausbekommt. Die Daten generieren relativ viel von dem Wissen, was sie generieren, einfach selbst. Insofern sind wir dem auch ein bisschen ausgeliefert. Das ist aber selbst gewählt, weil man kann natürlich auch das realisieren und sich dann anders verhalten. Ich glaube, es kommt nicht so sehr darauf an, die Macht anders zu verteilen. Es kommt darauf an, sich bewusst zu werden, wo wird die Macht ausgeübt und dann zu gucken, ist das an dieser Stelle und für diesen Bereich die Art, wie wir leben wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da kann es manchmal sein, dass es gut ist, wenn die Macht an einer Stelle konzentriert ist. Im Staat ist das manchmal schon ganz gut. Im Strafrecht beispielsweise finden wir das alle in Ordnung. Wenn es um die Presse ginge, würden wir das nicht so in Ordnung finden. Und ähnliche Fragen müssen wir uns auch für die digitale Welt stellen. Das heißt, an welchen Bereichen ist es gut, wenn jemand die Kontrolle hat und das Sagen? Und an welchen Bereichen ist es transparenter besser oder ist es besser, wenn viele Leute Zugang haben? Diese Grundfrage grundsätzlich zu stellen auf verschiedene Bereiche, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Und dann kann man sie auch verteilen, die Macht.